Vielleicht kann ich auch jetzt mal gucken. Wenn ja, dann hey Leute und willkommen. Lol, vor mir hat sich einer gebuckt. Gebuckt? Hä? Oh Gott. Hier, du hast sogar Fahrer gelöscht. Warum? Ich hab keinen Fahrer. Hier sind weniger jetzt gerade. Nein, es sind immer noch 11. Hä? Du wurdest gerade überholt. Du wurdest gerade von 2 Leuten überholt. Warum fahren die so schnell? Ich bin auf fett und auf Hotlap gefahren. Junge, Gasly und irgendwer anders noch waren vor mir. Dann auf einmal sind die einfach weggeploppt. Ich war 3 Plätze weiter vorne. Und dann haben die mich wieder überholt. Die sind einfach wie Geister verschwunden und haben mich dann direkt danach nochmal überholt. Das war gerade richtig strange. Junge, was ein geiles Spiel von Codemasters. Alter, was für ein Pisser, wie er keinen Platz macht. Ach, da kann ich aber ein paar Bilder machen, oder? Oder? Ich bin einer der schlechtesten von den 11 übrigens. Ich weiß. Okay. Gehen die nochmal in die Box, ja, ne? Ja. Ja, dann ist er easy. Naja, du kannst, wenn du in deinem Auto nicht kaputt bist. Halt die Fresse! Jinxen ist nicht gut. Dann kannst du eine 4 erreichen. Es laggt. Alter, bei mir ist das Spiel gerade so am struggeln. Tappst du gerade raus oder so? Nein, ich bin drin und bin auch nie rausgegangen. Alter, was ist das? Ich verliere ja so, ich kann so nicht fahren. Wenn einfach Spieler sich rumbuggen, ich einfach am Laggen bin, das ist doch heselig. Ja, so wird man auf jeden Fall Erster, Leute. Tutorial is coming. Mir zeigt auch die ganze Zeit irgendwas an. Online-Synchronisierung oder so. Ich kann das nicht lesen. Irgendwas zeigt er da an im Eck. Im letzten Eck, echt. Echt, ey. Ja, lol. Meine Reifen, meine schlechtesten ist bei 13%. Ja, die weißen Reifen haben gar nichts verbraucht quasi. Ja. Deswegen bin ich auch so scheiße. 3 Kilo vor mir zieht ultra weg mit denen. Ja, könnte daran liegen, dass ich auf Mager fahre. Muss aber nicht sein. Nee, glaube ich nicht, dass das Ich glaube, dass seine Reifen einfach cooler sind. Wieso macht Shadowplay, wieso funktioniert das nicht mit dem... Das sehe ich genauso übrigens. Drück hier auf F12 für Bildschirmfoto und macht's nicht. Lol, wie es einfach nicht macht. Als ob ich jetzt 13 Runden auf Aserbaidschan allein fahre. Ich habe noch nie Aserbaidschan überstanden, ohne dass ich gestorben bin. Überstanden, ohne gestorben zu sein. Ja, und ich habe ein bisschen das... befürchten, dass es dieses Mal auch... Hey, was? Ich bin gerade in der Cockpit-Perspektive. Junge, es leckt! Ja, hab ich immer an derselben Stelle! Bugmasters. Das ist... Ich glaube, du hast irgendwie Cheats aktiviert. Gleich, gleich gibt er mir so eine Stop-and-Go-Strafe. Deine Strafe hast du abgesessen, ne? Ja. In der Kurve bin ich richtig häufig. Ja, ja, ich komme da auch ab und zu so gegen ran. Ab und zu. Ja, manchmal komme ich auch nur so seitlich ran. So. Ich drifte ja quasi so dagegen und bounce dann wieder weg. Ich bin in der 2. Kurve bin ich gestorben. Ja, ja, ich habe dich ja stehen sehen. Ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber ich habe dich da stehen sehen. Ja, ich bin halt dagegen gefahren. Echt? Geil. Ich glaub schon. Ja, ich check dieses Spiel gerade gar nicht. Ach, Gasly ist in der Box, deswegen, lol. Dachte schon wieder, Gasly hätte sich wieder hinter mich teleportiert. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Jo, ciao. Kein Bock mehr. Wir fahren jetzt wieder auf... ein bisschen ERS rausballern und Benzin rausballern, Benzin. Das ist jetzt gerade so mein Motto, um nochmal richtig ranzukommen. Ich habe die große Hoffnung halt wirklich, jetzt mit Benzinmanagement und bla 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 gut zu agieren.
und dementsprechend ran an die anderen zu kommen. Und dann, wenn die alle in die Box gehen, wirklich vorbeizuziehen. Richtig Plätze gut machen, das wäre mega nice. Wenn ich natürlich rausfliege, ist natürlich schade dann. Hm? Machst du auch nichts. Aber an sich ist das meine große Hoffnung. Ja. Wir haben ja nicht mehr so viele Leute, die hier fahren. Und vor allem vor mir sind ja auch nur in Anführungszeichen 7 Leute, die ja fast alle noch an die Box müssen. So, ich kann ja mal schauen, was hier abgeht mit Kannst du das? Intervall, also. Oha. Alter, Gasly fährt nur lila Zeiten. Der Typ ist so irre. Also jetzt gerade ist, glaube ich, so Boxenstopp-Time. Ich glaube auch. Leider schon. Gehofft, dass es ein bisschen später ist. Aber Gasly war schon und da vorne ist auch irgendein McLaren. Verstappen war auch schon. Wer ist denn jetzt da? Verstappen ist auf Platz 1. Carlos Sainz fährt gerade wieder raus. Ja, den überhole ich. Wer ist denn da vorne? Erzähl mir mal, wie die... du kannst eigentlich alle Plätze vorlesen, so viele sind es ja nicht. Max Verstappen auf Platz 1, auf Platz 2 Charles Leclerc, auf Platz 3 Lewis Hamilton, auf Platz 4 Valtteri Bottas, auf Platz 5 Sebastian Vettel, auf Platz 6 Kimi Räikkönen. Und 3 von denen müssen noch an die Box. Okay, nur 3, was? Ja, nur 3 von den 6 vor dir. Ich dachte mehr, aber ist ja egal. Dass Leclerc in dieser Saison so gut ist, das wundert mich ein bisschen. Aber er ist tatsächlich nicht schlecht. Er ist halt bei Ferrari. Ja, ja, aber Ferrari ist ja in F1 auch nicht immer so krass, also in diesem Spiel. Ja, stimmt, also er ist insgesamt schon ziemlich krass. Also er ist auch gerade auf Platz 2, also stimmt schon. Ja. Er ist echt ziemlich gut. Was für Reifen haben die alle so? Und auf was wechseln sie Prognose? Also. Sie haben alle vor dir gelb, bis auf Kimi Räikkönen. Der hat weiß. Ja, das ist klar. Und deswegen werden die, die noch wechseln, werden auch nochmal auf gelb wechseln. Okay. Halt gerade fast mehr als die Hälfte erst gerade rum. Ja, ich glaube, direkt in der ersten Runde, wo das passiert ist mit Hamilton, wurden richtig viele disqualifiziert. Ja, das glaube ich auch. Die standen ja alle, sind sich alle draufgefahren und ich bin dann einfach rechts an denen vorbeigefahren, so ein richtig sneaky Typ. Dass du da überhaupt vorbeifahren durftest? Ja, ich habe auch so im ersten Moment gedacht, darf ich? Und dann bin ich an allen vorbeigefahren und als Hamilton mal nach hinten eben in der Wand stand und nicht vorne, bin ich dann halt einfach vorne an ihm vorbeigefahren. Ja. Aber relativ schnell danach hat er auch gedreht und ist direkt hinter mir gewesen. Da hat er so gemerkt, so, ha, was? Der fährt? Hä? Kann sein, dass Räikkönen auch krass mega viel Zeit aufholt. Weil ich komme nicht an Räikkönen ran. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er an jemanden rankommt. Weil ich sehe da vorne ja schon jemanden. Muss ich mal... Ich habe gar nicht mehr so viel Abstand zu den Vorderen. Ne, 3 Sekunden, oder? Ne, du hast zum nach vorne ganz vorderen. Kann ich mal gucken. Zum Führenden hast du 25 Sekunden. Das ist jetzt nicht so mega viel. Also wenn das jetzt positiv weitergeht und die ja dann... Die anderen müssen ja noch an die Box, also du kannst schon... Also, wie gesagt, falls ich nicht rausfliege, wenn ja, ist halt scheiße, so. Aber wenn ich nicht rausfliege, habe ich schon gute Chancen noch. Da vorne ist ja auch ein Ferrari. Du bist jetzt unter einer Sekunde bei dem. Ja, dann gibt's der erst, das feiere ich. Ja, ich komme halt nicht so schnell ran, aber mein Auto ist. Okay, schon Hamilton ist gerade in der Box. Nice. Aber den überholst du wahrscheinlich jetzt noch nicht direkt. Doch! Ja, komme ich nicht rein. Ja, den überhole ich schon. Ja. Aber was? Hier Räikkönen nicht. Das wird noch nichts, ich muss runterstellen.
Ja, wobei, ich habe hier wieder DRS, ne, eigentlich. Jetzt fehlt nur noch einer, der noch an die Box muss. Ach du Arschloch, wie er zumacht. Ich bin... Oh. Ah, wieso hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich dachte, ich komme rum. Ja, jetzt ist vorbei. Ich muss an die Box. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich dachte, wenn ich jetzt in Notausgang fahre, bin ich halt hinter allen wieder. Ja, wenn du dein Auto kaputt machst, bist du auch hinter allen. Ja, aber ich dachte nicht, dass ich es kaputt mache, das ist ja das. Ich dachte, ich komme rum. Die Frage ist, wie lange kann man auf Rot fahren? Kannst du mir das beantworten? Nee, geht nicht. Das schaffst du nicht auf Rot, nee. Musst auf Gelb. Ah, das war's dann mit Platz 4. Ich sag ja, sofern ich mein Auto nicht kaputt mache, das kann halt gut passieren auf der Strecke. Boah, ist wieder so warm. Ja, jetzt ist ganz vorbei, glaube ich, oder? Nee. Gerade noch abgebremst. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur. Boah, Junge, ist das häselig gerade. Okay. Das ist natürlich uncool as fuck. Boah, der letzte ist jetzt gerade an der Box. Also der letzte, der noch boxen muss. Das ist der Valtteri. Naja, jetzt ist ziemlich sicher, dass ich nicht 4 Punkte bekomme. Wie ihr mich immer wieder links überholt, ey, das ist so riskant. So, puh. Oh. Erstmal kurz entspannen. Also Punkte erhoffe ich mir natürlich trotzdem. Aber... Ja, Platz 10 kannst du schaffen. Es sind halt nicht viele Punkte. Die waren ja jetzt alle in der Box. Synchro. Fertig, los jetzt! Wenn sie jetzt noch nicht an der Box gewesen wären. Also bei mir, es kann kein Rennen fertig laufen. Es kann kein Rennen gut fertig laufen, echt. Es war doch nicht schlecht alles. Und dann wieder irgendein individueller Fehler. Bist auf Platz 10. Hast 15 Sekunden zu Platz 9. Na, das ist viel zu weit weg. Und der hat ja dann nochmal mega Abstand. Der hat nochmal mega Abstand. Ja, der hat. Es gibt da einen Pulk, sehe ich, aber das ist. Der ist so weit weg, dieser Pulk. Ja, das ist Platz 7. Das ist bei Raikön. 5. Ja, und da wäre ich ja jetzt 4. auch gewesen, wenn ich es klug gemacht hätte. Wärst auf Platz 4 jetzt gerade. Ja, naja, wie gesagt, kann nicht immer alles perfekt machen. Ich habe halt schon, als die DRS-Zone angefangen hat, habe ich gesagt, ich will ihn überholen. Ich stelle nochmal alles hoch. Und dann hat er auch noch zugemacht. Ich habe mich abdrängen lassen und habe dann einfach durch diese ganze Scheiße zu spät gebremst. Wie viel habe ich jetzt noch zu 9? Die Batterie ist gut geladen. Immer noch 15. Sogar fast 16 jetzt. 15 was? Sekunden. 0. 16 Sekunden jetzt. Ja, 15 was? 9 oder 8 oder? Jetzt fast 17 Sekunden. Ja, geil. Jetzt über 17 Sekunden. Jetzt sind schon 17,3. 17,5. Was du? Weiß ich nicht. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 11,3 was macht Sekunden. Der? Der ist sogar halt auf weißen Reifen unterwegs, die 9 Runden alt sind, du. Ja, aber er kommt, glaube ich, auch näher an Gasti dann, ne? Ja, ein bisschen. Das kann schon sein, dass er einfach krass ist. Ey, du musst... Ja, jetzt, wo deine weißen Reifen nach einer Runde hoffentlich gleich eingefahren sind... Gelben. Ja, meine ich ja. Müsstest du aufholen gleich. Bist schon wieder bei 16,6. 16,3. Den hole ich mir, den Typen.
so fucking warm einfach. Ja. Also an sich läuft dieses Rennen nicht schlecht. Ich hätte es nur besser machen müssen. Also, ich habe Hoffnung, dass ich es in Spanien dann besser mache. Lol, bin ich da über den Huppel gebounced, über den Kopf. Ich hoffe, ich schaffe es auch in Spanien besser. Ja, ja. Aber Spanien ist auch ziemlich jäselig. Nee, ich glaube ich nicht. Oh, mit den Reifen komme ich viel besser um diese Kurven rum. OMG. Ich hoffe, dass bis ich ihn hole, so ungefähr 24 Sekunden, dass das wäre 2 Punkte, Mike. Dass er bis dahin an Gasly dran ist. Und Gasly holt ja auch mega auf die anderen. Also, dass ich dann in einem Schlag 2-3 Leute überholen könnte. Das wäre krass. Nee. Daniel Ricciardo hat zu Gasly 11 Sekunden Abstand und du hast zu Ricciardo 13 Sekunden Abstand. Hier gibt's nichts mit Doppelüberholung. Ja, nee, ich sag ja, hab ich ja gerade eben gesagt, deswegen sag ich's ja. Ich hoffe, dass ich jetzt mega auf Ricciardo aufhol und er in der Zeit aber auch krass aufholt auf Gasly. Das hab ich ja eben gesagt. Und dass dann der Zeitpunkt, wo ich an Ricciardo dran bin, dass er dann auch an Gasly dran ist. Dann könnte ich noch ein paar überholen. Ich habe nur gehofft eben jetzt gerade. Es war nur so im Kopf. Ja, das ist schön, dass es im Kopf war. Alter Maul. Ja, ist doch so. Es ist ja auch so, es kann ja passieren. Ich habe nämlich ziemlich das Gefühl, dass dieser Raikön oder wer auch immer diese Schlange da vorne anführt, das ein bisschen verlangsamt hat. Mittlerweile haben sie ja überholt jetzt. Ja, weil sie jetzt überholt haben. Ich habe ja gerade nochmal nachgeguckt. Es wäre allgemein überhaupt das erste Mal, wo ich Aserbaidschan überhaupt zu Ende fahre. Also von daher wäre ich damit schon mal zufrieden. Also Max Verstappen ist schon sicher Erster. Der zweite Platz, Sebastian Vettel hat 20 Sekunden Abstand auf dem. Ja, sicher Erster. Er ist ja letztes Rennen in China auch ziemlich am Ende mit Motorschaden rausgeflogen. Kann passieren. Das wäre schon echt richtig kacke für den. Ja, zweites Rennen Erster und zweites Rennen rausfliegen. Das wäre echt häselig. Wie viele Sekunden sind es jetzt? 11,7. Okay, finde ich gut. Könnte sein, dass du Daniel Ricciardo noch holst, dann wärst du Platz 9 oder weiter schaffst du es auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, außer er kommt halt mega ran an Gasly, aber tut er ja nicht. Nee, tut er nicht. Ja, aber immerhin, das wären ja dann 3 Punkte, wenn ich die schnellste Runde behalte. Das war richtig schlecht hier gerade. Ich bräuchte halt die schnellste Runde jetzt, ne? Also ich muss sie halt behalten quasi. Dann sind das immerhin mal Punkte für mich. Puh. Alter, ich glaube, ich verbrauche auf Fett gerade weniger als du auf Mager. Ja, ist so, echt. Ich fahre seit 3 Runden auf Fett und habe irgendwie 0,2 verbraucht oder so. Ich hab gerade wollte ich sagen, ich verbrauche mein ganzes Fettgemisch jetzt. Und dabei habe ich immer noch plus 0,3. Ja, wenn die ganze Zeit in die Box fährt, dann verbraucht man ja auch nichts. Ah ja, genau. Und was im Spiel? Daniel Ricciardo verliert gerade sogar Zeit auf... das ist jetzt Kimi Räikkönen. Räikkönen, ich sehe es, ja. Alter, Carlos Sainz, Platz 5. Ja, der ist mit seinem McLaren ist der irgendwie ziemlich gut. Nee, es ist kein guter rausgeflogen. Nee. Bis jetzt. Nur irgendwelche Opferungen. Außer ich. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Wieso? Ich bin in der Gesamtrangliste, glaube ich, Platz 4 oder 5 oder so. 5 oder 6.
Also jetzt nach dem gleich Rennen sowieso mehr. Nicht mehr, ja. Ja. Ja, richtig gut, ich hol dich gleich ein. Du hast ein Rennen gewonnen und zwei verkackt. Drei jetzt verkackt. Ich hätte bei Rhein hätte ich auch wieder Punkte bekommen. Hätte ich. Ja. Und China auch. Ja, genau, hast du aber nicht. Ja. Idiot. Und hier ist halt was anderes, aber. Ja, hier ist wirklich was anderes, aber trotzdem, du hast es halt nicht. Und ja, das ist ja ganz einfach dann, du hast ein Rennen gewonnen und sonst nicht. Ja, echt? Also, ja, so krass gut ist das Rennen nicht. Gewonnen. Ja, weil du dich lobst, ich lob mich ja auch nicht. Ich finde es schon okay, dass, wenn ich so ein Rennen gewonnen habe, fand ich schon gut. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 9,5. Das ist vor allem Australien, dass ich Australien gewinne, so richtig lächerlich. Ich mag Australien nicht mal. Ah, sagt er jetzt so, dabei ist er so gut. Nee, ich war auf Australien, ja nicht mehr gut. Er liebt Australien einfach. Du bist sowas von 10. Platz. Wieso über 100%. Denn? Wieso das denn? Ja, weil du 4 Runden noch hast und 10 Sekunden Abstand. Ja, das werden wir ja sehen. Ich glaub eher, dass ich rausfliege. Ich glaub, jeder kriegt Punkte, weil ich rausfliege und Albon kriegt dann auch noch welche. Das finde ich gut. Ja. Ich gönn dir die 2 Punkte richtig. Ich mir auch. Ich würd mich sehr für dich freuen. Ja. Ich merk schon. Alter. Ist da eigentlich ein Mercedes vor Raikön? Ja. Wer ist das denn? Bottas? Valtteri. Ah, so ein Spaß. Der ist auch voll schlecht. Der ist, glaube ich, echt voll schlecht in dieser Saison. Bei dem weiß ich nicht, wie viel der Platz er ist, aber er ist auf jeden Fall nicht gut. Er ist auch meistens im Qualifying bis jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, was bei dem nicht stimmt. Ja, das gleiche wie bei mir, glaube ich. Einfach häselig. Wie viel habe ich? 7,6. Okay, ich werde es nicht schaffen. Ich muss jetzt auf Standard fahren. Mein Benzin ist im Minus. Mein Benzin, sorry. Wenn du jetzt noch in den 3 Runden 18 Sekunden aufholst, dann kommst du an die Kette ran. Geil! Nee, das will ich nicht. Willst du nicht? Nee, das kann ich nicht verantworten. Schade. Ich fahr lieber Platz 10 jetzt mal safe, sonst habe ich gar keine Punkte wieder. Da hätte ich so wenig Motivation auf Spanien. Ist auch so krass, dass du hier Platz 10 jetzt gerade noch so hast und ich da auf China scheiß 11. Platz, ey. Ja, was bist du denn für ein Endgönner, Alter? Nein, ich gönn dir das. Ja! Was für ein Spaß. Du hast ja auch mal Punkte. Ich schaffe aber nicht mehr, weil, wie gesagt, Standard muss ich jetzt fahren. Auch wenn ich auf Standard Benzin Plus raushol. Benzin. Ja, wie schaffst du das? Aber ich hole halt nicht auf den anderen dadurch. Gibst du überhaupt Gas? Oder? Ich halt einfach dann deswegen durch. Fährst du so langsam. Ich fahr ohne Motor. Ich küsse gleich die Wand, Alter. Ja, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ist geil. Geil, ja, da kann ich nochmal in die Box und dann überholt er an den Spacken mich auch. Ah, der hat 22 Sekunden Abstand, der überholt. Gar keine Gefahr, ne? Also ich bin jetzt von minus 15 wieder bei 0,0 Benzin auf Standard. Minus 15 Runden. Nein, 0,15. Ah! Was ist im Spiel? Aber ich verliere halt wieder Abstand dadurch. Ich fahre jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und in den letzten 2 Runden gibt es dann nochmal Full Attack. Full Attack, womit du dann dein Auto kaputt machst, damit du keine Punkte bekommst. Ja. Oder wie? Nee, in der Hoffnung, dass ich... Gelbe Flagge. Noch ran. Echt jetzt?
Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bitte, 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 bitte. Lass die sich komplett wegrammen. Oder ist nur einer raus? Oder ist gar nichts passiert? Carlos Sainz ist weg. Carlos Sainz ist raus. Was ein Bob. Wie kann man so schlecht sein? Gerade habe ich ihn noch richtig gelobt. So, ey, Carlos Sainz in seinem McLaren so gut diese Saison irgendwie. Aber die haben sich nicht gerammt, oder? So leicht auf Platz 9 gefahren. Ja, siehst du, ich hab gesagt, schaffst du. Deshalb bekommt halt jeder Punkte. Ja, jetzt schon. Ah, ja, vielleicht ich doch nicht. Weiß man noch nicht. Hab ich ja gesagt, ich schaff's noch. Gar keine Gefahr, gar keine Schwierigkeit für mich. Ja, überall liegen Teile rum auf der ganzen Strecke. Vielleicht lande ich echt in der Wand, ich hab immer noch Angst. Das ist ja noch lang nicht vorbei. Ja, das ist so leicht für dich jetzt. Ja. Das sind 3 Punkte. Junge, er hat mir einfach angezeigt, ich habe Abstand zu Ricardo. Verbindung mit Online-Diensten. Okay, er hat gerade gesagt, der Grip wird die nächsten Runden nachlassen. Ja, das ist egal. Wie viel Abstand habe ich? 9, oder? Ja. Ungefähr. Oh, Punkt genau sogar bei mir. Okay, dann Full Attack. 9 Sekunden in 2 Runden, easy. Easy, ja. Und ein gelber, rumfliegender Reifen. Ja, wenn ich mir jetzt echt einen Reifen dadurch abfahre, dann raste ich aus. Eigentlich müsste ich aus Fehlern lernen, dass ich immer beim Überholmanöver mich crash. Aber ist mir eigentlich egal. Irgendwie will ich lieber nach vorne schalten, da ist mehr Überhol-Action. Okay, ich brech's ab. Was? Wie viel habe ich denn Abstand? 8,5. Ja, das bringt nichts. Mein ERS verbraucht sich so krass. Und mein Benzin ist jetzt auch gleich weg wieder. Wie er gedacht hat, er könnte es schaffen. Ja, habe ich ja. Platz 9 habe ich ja geschafft. Habe ich dir richtig gegeben, ey, ohne Müll. Wahrscheinlich so in der letzten Runde holt sich Vettel die schnellste Runde und meinen einzigen Punkt. Ich bin im Rennen der, der am meisten Plätze verloren hat. Minus 11 Plätze. Habe ich auch nicht anders erwartet. Es laggt. Alter, ich dachte schon, mein Spiel stürzt gerade ab. Ich hatte nämlich kurze Zeit keinen Sound mehr. Ist der Motor bei dir an? Ja, der ist an. Mal kurz ausbauen für die letzten Runden. Ja, roll einfach übers Ziel. Ja, ich brauche mir jetzt echt, ich fahre jetzt sau langsam einfach. Als ob ich mir jetzt irgendwas abfahren will. Ich stelle einfach auf mager, damit man nochmal zeigt, dass es nicht knapp war mit dem Benzin. Ich habe 0,11. Ja, ich lasse aber auch Standard. Ich mache eh Plus damit. Ihr Angeber. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde. Okay, letzte Runde. Ich habe irgendwie 20 Sekunden Abstand nach hinten. Deswegen lasse ich jetzt gar nichts mehr anbrennen. Raikön hat 11 Plätze gewonnen in diesem Rennen. Naja, ich habe ja auch Alexander relativ viel Elben gewonnen. 10. Also, nee, du hast 3. Ja, ja, ich hatte relativ viel gewonnen. Ich habe halt nur Frontflügel dann halt abgefahren. Aber an sich, als ich euch alle überholt habe, habe ich ja 12 Plätze plus gewonnen. Euch alle überholt? Wann hast du mich denn überholt? Ich hatte dich überholt. Spaß. Ja, da warst du noch nicht an der Box. Ja, ich habe ja auch nur eine Box gemacht. Ich hätte ja auch nicht mehr an die Box gehen müssen. Das ist, habe ich ja gerade gesagt. Ich hätte ja safe 12 Plätze oder 11 Plätze oder so sicher fahren können. Hätte ich mir halt nicht den Frontflügel abgefahren. Zweimal. Als ob du jetzt ins Ziel fährst. Gleich. Ja, das wundert mich auch. In Aserbaidschan. Scheiße, hätte ich auch machen sollen. Ja. Ich verliere zwar mega Abstand gerade, aber das ist mir so egal. Ich fahre gerade so langsam, wie es nur geht. Das laggt die ganze... Ey, wenn ich jetzt durch den Lag sterbe, ne?
Die Wand kam gerade nah wegen dem Lag. Ganz witzig. Ja, weil wir geht so ja schon gar nicht mehr. Nee, jetzt geht's nicht mehr. Wir haben den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich roll jetzt echt nur noch ein. Gleich überholt der andere mich von hinten. Nee, aber ich mach jetzt gar keine Sprenzchen mehr. Oder gegen die Wand fahren. Mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Oh. Erstes Mal in meinem Leben Monaco, ja. Aserbaidschan gefahren. Bis zum Ende. Und zum ersten Mal in dieser Saison Punkte. 3 Stück an der Zahl, nicht viele. Aber für Aserbaidschan mega zufriedenstellend. Boah, das ist überhaupt nicht geil. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Spanien. Okay, ja, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.